Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Mass Effect 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir hauen jetzt hier erstmal ab und machen einen Sprung im Massenportal, weil ich mich was nachgucken wollte sowieso. Cerberus Labor, wir haben nichts im Wüstenschlund, wir haben die Zitadelle, ihr Apiennetz, Diplomaten, Cluster, die Studenten retten. Ja, hier haben wir Ruhe, dann machen wir das. Im Petra-Nebel. Kann man mal machen. Ne? Ja, das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall mal Action. Wir werden hier aber mal alle anfliegen. Ob wir irgendwas hier sehen. Ich will mal mit WASD fliegen. Kann man mal machen. In einem anderen Spiel. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Warum konnte man es kennen? Also ich glaube, man musste sie nicht immer erst extra anklicken. Aber wir probieren es trotzdem. Weil die paar Sekunden haben wir. Okay, gucken wir mal hier an. So, dann fliegen wir da mal zu der Grissom Akademie und ja, landen aber mal. So, wir können auswählen zwischen Garrus, Edie, Liara und James. Wir nehmen auf jeden Fall Liara mit. Auswählen. Und wir nehmen Garrus mit. Na, also kann man wieder das Aussehen ändern. Annehmen. So. Wir gehen mal auf Garrus. Vergleich mal schnell die Shotguns. Die Sniper. Hier wird er weniger Gewicht haben. Hier hat er mehr Kapazität. Hier eine höhere Feuergeschwindigkeit. Weniger Schaden. Haben wir da irgendwelche Updates? Gucken wir mal nach. Erhöht den Schaden 5%. Mehr Magazin. Mehr Magazin ist schon mal gut. Wo machst du die 3? Die Zielfernrohr erhöht die Stabilität. Nehmen wir die 1. Mehr Damage. Und auch hier auf dieser Waffe haben wir Updates. Einmal Munition und so ein anderer. Durchschlagmodifikation. Dann gehen wir zurück. Dasselbe könnte ich auch bei Liara mal machen. Hier kann sie keine Waffen tragen, sie kann nur Pistolen. Shuriken und Predator haben wir nicht. Und ganz zum Schluss sind wir. Ne, es ist Garrus. Ne, es ist wir. Sind wir. Ne, Garrus. Jetzt sind wir. Ja, nur mal als Vergleich. Okay. Ja, hier haben wir ja keine. Zurück. Bestätigen. So, jetzt haben wir noch Punkte zu vergeben. Ja, können wir. Längen Sie die Energie den tödlichen Angriff um. Stärke der Barriere bestimmt Intensität des Angriffs. Okay, können wir uns ziehen. Lassen wir erstmal noch, bin mir nicht ganz sicher. Aber hier können wir nochmal was machen. Trifft ein Ziel mehr. Innerhalb von 8 Metern verursacht 60% weniger Schaden. Erhöht den Schaden. Ja, brauchen wir gar nicht überlegen. So, haben wir. Und Liara. Haben wir auch noch was. Das war Singularität. Einmal. Zweimal. Also was macht's genau? Erhöht die Singularität und die Wirkungsradius. Erhöht die Dauer der Singularität um 30%. Zusätzlich Feinde können angehoben werden, bevor die Singularität nachlässt. Das ist nicht schlecht. Ja, eigentlich ist dasselbe. Na gut, 5% weniger. Aber wir nehmen das hier. Ja, hat Liara auch keine Points mehr. Bestätigen. Ich bin da 5 Minuten rum. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger.
Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. So. Quick Save is my friend. F5 lieben wir. Und dann geht es los. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. So. Man sollte auch richtig die Tasten drücken. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Okay, was ist mit Anderson? Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft. Und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ja, erzählen Sie mir von den Studenten. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Ich wünschte nur von jemand anderem. Aber es stimmt. Die Allianz braucht Hilfe. Und einige ältere Studenten haben sich freiwillig gemeldet. Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Yes! Studenten in der Orion-Halle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orion-Halle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Okay. Okay, okay. Normalerweise. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orion-Halle. Nein. Was für ein mieses Pack, ey. Wir hätten Cerberus damals aber mal erledigen sollen, dass wir es konnten. Sofort. Niemand tut ihm was. In der Akte steht, wir brauchen sie leben.
In Deckung! Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Katie Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Das ist totstellen? Wir verstehen, dass Sie Angst haben. Ihre Lehrer haben ihre Köpfe mit Allianz-Propaganda vollgestopft. So. Aber Cerberus kann ihre Sicherheit gewährleisten. Ja, Cerberus kann sich ja gewährleisten. Indem ihr die Leute einfach gentechnisch total umstrukturiert. Nee. Das Wissen zu verändern. Ach, hier kann man durch. Hier haben wir ein paar Updates, die nehmen wir noch mit. Hausaufgabenkorrektur. Na gut, das brauchen wir noch nicht wirklich lesen. So. Da liegt noch was. Fortschritte der Meere. Meere, das geht aber auch für. Nein, ich spoilere nicht. Ich weiß ja einfach eventuell, wer damit gemeint ist. Sie sind die besten und klügsten, die die Menschheit zu bieten hat. Cerberus kann ihnen die Werkzeuge geben, die sie benötigen. Sie brauchen uns und wir brauchen sie, wenn du unser Werk Erfolg haben sollst. Nee. So. Irgendwas schießt hier von uns. Lauf doch! Ja, ich quatsche jetzt nicht dazwischen, wenn ich das im Spiel hier quatschen. Müsst ihr hier so lang, oder? Nee, da kamen wir. Shotgun wieder. Ali Marisa, können Sie uns hören? Da haben wir hin. Ihre Eltern gefunden. Okay. Sie sind in einer Cerberus-Zuflucht in Sicherheit. Ergeben Sie. Nehmen wir noch mit, die ist eine neue Shotgun. Aber wir lassen jetzt so, wir wollen jetzt hier nicht schwimmen. Ah, ich will schon schießen. Könnte ruhig mal ein paar mehr Gegner kommen hier. Obwohl ich schon teilweise so nach vorne hatte. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orion-Halle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei ihnen, aber sie halten nicht mehr lange durch. Ja, den Matlock nehmen wir auch noch mit. Ein Spind mit 1050 Credits. Kann man mal machen. Bei der Göttin Sie. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Wirkt jedenfalls ein bisschen wie ein Zombie. Ich habe begrenzten Sicherheitszugriff. Schicken Sie eine Textnachricht, wenn Sie Hilfe benötigen. Benutzen Sie den Kanal, mit dem wir beim Einführungskurs in die Verschlüsselung geübt haben. So. Sie sind klüger als diese Cerberus-Primitivlinge. Arbeiten Sie damit. Bleiben Sie am Leben. Okay, Sanders, quatsch mir nicht immer dazwischen. Jack! Shepard! Jo, Jack!
Wir können das nicht sind schießen. Zivilisten, Shepard. Wir müssen sie beschützen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Ah, jetzt geht's wieder. Das blöde Atlas. Gut, dass er sich um sich widmet. Stirb gut! Damn, du dreckiges Mistvieh. Ja, Jack könnte man in Mass Effect 2 spielen. Ja gut, unwichtig. Und da kommen noch mehr. Da hat sie eine Glatze gehabt. Und so eine Raspelfrisur. Okay, ja, und auf jeden Fall war die schon nicht schlecht, aber ich mochte die irgendwie nicht. Kelly hat gesagt, sie sendet ein Notsignal, aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen! Diese Truppen hatten sie im Sack. Ich habe ihnen den Arsch gerettet. Wollen sie ihn orden? Halten sie den Mund, damit wir hier wegkommen. So charmant wie immer. Schön, sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Jo. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Kann man mal machen, habe ich gehört. Aber gucken natürlich. Glaubst du wirklich, dass wir sie rausschaffen? Aber natürlich. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Wir stehen bereit, wenn sie uns brauchen, Commander. Wir stehen bereit, wenn sie uns brauchen, Commander. Unsere Lehrerin. Unglaublich, dass sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Das ist echt krass. Da sie jetzt beide ja, hier ich sind, mich, haben warum wir vielleicht eine Chance. Ja, genau. Waffen-Upgrade. Immer mitnehmen. Solche Sachen kann man mal gebrauchen. So, wie lange müssen wir denn? Wie geht's deinem Verstärker? Heiß gelaufen. Ich glaube, ich habe den Muskeln gehirn gezählt, genau. Und wir sind denn lang. Irgendwie zeigt er mir das gerade nicht an. Hast du gehört, dass Cerberus unseren Namen durchgibt? Sie haben wohl über jeden von uns eine Akte. Warum? Wer sollte über dich eine Akte haben? So. Na, müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier irgendwo weiterfinden. Weiterkommen wir nicht. Aber hier ist weit und breit ein Medikit. Weit und breit. Kein Laptop in Sicht, oder ich bin einfach nur blind. Da vorne ist ein Laptop. Ja.
Gut, dann machen wir hier erstmal einen schnellen Cut. Das sind wir nämlich bei 20 Minuten, das passt. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall was Nettes da, würde mich freuen. Habt einen wunderbaren Tag und danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute!